Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge WeVenture. Zeit, unsere Prozente voranzubringen. Heute, ja, kein Avatar und so am Anfang, alles weird. Ich habe hier ein komplett neues Monitor-Setup. Oh, deswegen muss ich gerade erstmal gucken. Ich hoffe, es passt doch alles vom Ton und ich war doch eigentlich gerade noch auf einem neuen Mikrofonarm. Crazy. Sehr verrückt. Eigentlich ändert sich gar nichts, aber mein Setup ist halt anders. Ich habe jetzt gerade... Okay, weil die Kommentare eh fragen, erkläre ich aber. Ich habe jetzt dreimal denselben Monitor nebeneinander. Es sind alles drei 4K-Monitore. Ich weiß noch nicht, ob das Overkill ist, aber es ist irgendwo cool. Also, sie haben halt gute Qualität, so oder so. Ich habe es ja nicht wegen 4K. Und ich muss auch gucken, nicht, dass Spiele später dann Probleme haben, wenn die in 4K laufen. Weil ich spiele ja allerlei. Und dann, wenn ich da immer die neuesten Spiele spiele und die direkt in 4K spielen, da habe ich, glaube ich, bei vielen nur 30 FPS. Also werde ich trotzdem dann bei 1440p bleiben. Und auch weiter 1440p hochladen. Also nicht wundern. Heißt eigentlich kein Qualitätsunterschied für euch. Nur wenn ich chill. Ja, guck mal, hier ist sogar auch noch kein 4K eingestellt. So. Ja, beim letzten Mal, wir sind bei 83 von 100. Also wir sind ultra gut unterwegs. Und jetzt müssen wir herausfinden, wer Angst hat, allein zu sein. Ja, ich glaube, wir arbeiten jetzt mit den Zetteln. Ich habe gerade gar keine Ideen mehr im Kopf. Ich habe das Schwert aufgehoben, ne? Ja, da stand auch schon wieder Harakiri. Warum hebe ich das Schwert auf? Einfach richtig lost bin ich nur. Aber eigentlich sind wir ja so auf der Zielgeraden. 17 Endings sind immer noch recht viel, würde ich sagen. Also eine Folge danach machen wir auf jeden Fall noch, denke ich. Und dann sind wir fertig mit WeVenture. Auch verrückt. So, wir haben jetzt den Kompass und das Ding. Da links, in dem Berg. Das ist aber nicht beim Händler. Nee, der Händler ist weiter links. Ach, mir sind noch so ein paar Sachen eingefallen, die ich nie gemacht habe. Mit ihm hier. Irgendwas wollte ich mit ihm hier machen. Umarmen? Habe ich den alten Mann jemals umarmt? So ein paar NPCs habe ich halt nie umarmt. Obwohl, vielleicht war der alte Mann wirklich der letzte. Aber der Shopkeeper hatte ich ja auch vergessen zu umarmen und irgendwas mit dem zu machen. Ich kann mich... Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich den alten Mann umarmt habe. Muss ja eigentlich alles mit jedem NPC machen. Kann ich die Statue umarmen? Nein. Okay. Muss man ja alles herauf. Vielleicht kann ich die Statue erstechen mit einem Schwert. Muss ich erstmal mit dem Schwert da hochklettern. Das Twitch-Feature wurde mir auch in den Kommentaren erklärt, dass man so Nachrichten aus dem Chat im Spiel angezeigt bekommt. Das ist eigentlich gar nicht so cooles. Und hier. Opa, komm her. Opa braucht doch auch mal eine Umarmung. Er steht ja schon die ganze Zeit so einsam. Tim hörte den Worten des Ältesten zu und begriff schließlich, was sie wirklich bedeuteten. Es war nicht mehr gefährlich, alleine zu gehen. Ach, das ist wahrscheinlich sogar das, was Sexy Bart. It's dangerous to go alone. Oh, das meinte er. Oh. Er meinte nur, er hat Angst, alleine unterwegs zu sein. Der arme Mann. Ich glaube, das war genau das Ending, was ich gerade durch den Kompass suchen wollte. Das ist mir auch eingefallen wieder. Auch der Älteste war zu heiß für Tim. Gleich nachdem er unseren Helden fallen gelassen hatte, ging er mit dem Ladenbesitzer fort. Tim befand sich wieder alleine in seinem kleinen Haus. Ja, das war richtig. Falscher Hebel, würde ich spontan sagen, ist in dem Festungsbereich vom Dunklen Lord. Kommen wir eigentlich hier jetzt raus? Ja, müssten wir, ne? Können jetzt eigentlich auch unten rauskommen. Ja. Der Zettel da tut schon sehr weh. Den würde ich schon echt gerne holen. Und ich riskiere es einfach. Muss nur den guten Sprung machen, dann schaffe ich es. Oder einfach runterlaufen und sterben. So, diesmal mache ich es klüger. Ist kein Zettel da. Verdammt. Genau, wenn ich über den Knopf hier drüber springe, dann sollte ich ja hier einfach lang gehen können. Genau. Ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist, aber das ist auf jeden Fall ein Weg. Ja, also meine Idee ist, es gibt ja da oben zwei Hebel. Und ich bin ziemlich doof und weiß nicht, welcher von den beiden ich schon gedrückt habe. Aber das finden wir jetzt heraus. Ich würde sagen, jeder der beiden Hebel macht einen anderen dummen Tod. Ja, welchen der beiden habe ich wohl gedrückt? Ziehen wir mal den linken. Ich kam bestimmt von links beim letzten Mal. Ja. Ja. Das war das mit dem Bier. Der Zettel. Verdammt. Dieser Zettel ist mir echt nicht gegönnt. Ach, gut, dass diesmal kein Zettel hier ist. Aber es ist das erste Mal, dass ich jetzt hier so ein 3-Monitor-Setup habe.
Ich hatte sonst immer nur zwei Monitore und irgendwie ist es auch ein bisschen Overkill, muss ich sagen, mit drei Monitoren. Ich kam mit zwei immer klar. Jetzt habe ich halt auf einen so immer Discord permanent offen oder so. Und aber ich glaube so bei manchen Situationen ist es echt praktisch, besonders wenn ich streame und so. Weil ich dann einfach auf der rechten Seite OBS habe, auf der linken Seite habe ich so alle möglichen Meldungen und was auch immer im Chat abgeht. Das bietet sich schon gut an. So, was macht denn der Hebel hier? Das war ein anderer Tod. Der dunkle Stein veranlasste Tim, den falschen Hebel zu drücken und verwandelte seinen Körper in eine perfekte, flache Matte. Schlechte Hebelwirkung, Ende 44 von 100. Ja, das war, glaube ich, der Hinweis, den wir hatten. 4 Monate später. Also ja klar, dass es hier Hinweise und sowas im Spiel gibt. Man kann sich ja nicht alle 100 Endings selber zusammen merken. Nachdem sich Tim irgendwie erholt hatte, beschloss er, die Stimmen in seinem Kopf zu ignorieren, keine extremen Entscheidungen mehr zu treffen und stattdessen einen Mittelweg anzustreben. Oh, wir sind wieder ekelhafte Kreatur. Cool. Was ist unser nächster Hinweis? Wir haben halt nur noch irgendwie 4 Hinweise, die wir gerade verfolgen, ne? Ein großer Berg Leichen. Nee, sagt mir gar nichts. Also ich würde spontan da mich hinteleportieren und in diese Minion-Kammer gehen. Und da alle zermetzeln. Einfach so viel, bis alles überfüllt ist. Bis der ganze Raum voll ist. Oh, das ist richtig. Okay. Ich weiß nicht, ich sag nee, gar keine Idee. Und sag genau den Ort, wo ich hin muss. Ja, ist auch gut, sein Leben hier vorher ein bisschen aufzufüllen, bevor man das macht. Ekelhafte Kreatur freut sich bestimmt über ein bisschen Heilung. Ein Zettel. Ich hab's geschafft. Ein Hinweis, ein Hinweis. Ja, wir haben den Sprung sogar zurückgeschafft. Gamer. Ich habe nur Angst, dass ich zu oft auf eine Leiche einsteche und dann das Ende bekomme mit, hey, ich habe zu oft in was reingepiekst. Kommt her. Ich bekämpfe euch alle. Es wird irgendwie ein bisschen schwer, hier drin zu kämpfen. Wenn man immer so hochgedrückt wird von den ganzen Leichen. Und irgendwie über den Gegnern. Kann ich noch hoch genug hüpfen? Nee, tatsächlich nicht. Also brauche ich einen Berg aus Gegnerleichen. Okay. Komme ich hoch? Ja. Perfekt. So, jetzt haben die eine Stelle, wo die sterben können. Jetzt ist nicht mehr mein Job, die zu töten. Jetzt nur noch mein Job, zuzugucken und böse zu lachen. Okay. Glaube ich jetzt eher eine Geduldsprobe. Wie voll muss es wohl werden? Na gut, das ist Spawn halt da unendlich, ne? Also, echt nicht gut durchdacht, dunkler Lord. Jetzt war eine interessante Falle, aber ja. Ich frage mich ja, wie viele man braucht. Ui. Jetzt rein zu pushen ist halt auch cool. Ich will gar nicht aus dem Screen, nicht, dass dann irgendwas sich resettet oder so. Komme ich jetzt hier noch rüber? Ja, Tatsache. Ja, ich kann hier. Wo sind die Spawner hin? Wo ist mein Ending? Hallo, ich habe einen Gigahaufen Leichen gemacht. Ich würde halt hier nicht mal mehr rauskommen. Hallo, ich habe den größten Gegnerhaufen der Welt gebaut. Der Hinweis ist, ein großer Berg Leichen. Ja, größer geht der Berg nicht mehr. Grab mich da rein. Jo, wir haben ultra den Turm gebaut. Komm ich hoch? Nee, ich brauche mehr. Ja, 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 wenn der oben landet. Oh. Ich kann die zweite Seite öffnen. Let's go. Ja, laut der Karte bin ich halt auch genau drauf. Kann ich hier irgendwie rechts rein? Nee. Grab mich runter, ja, ja. Oh, es funktioniert irgendwie. Komm hier nochmal raus. Ja, wir haben uns rausgebuddelt. Cool. Ich habe mir hier die Stacheln drücken lassen. Was war dann aber die Lösung da, ne? Ich meine, ich kann auch notfalls mal ohne Schwert hingehen und einfach nur die Klappen aktivieren und zugucken. Bestimmt, weil ich rausgegangen bin, sind die Dinger despawned. Bleib jetzt einfach mal hier drin. So, jetzt habt ihr hier schön eure Ausgänge, könnt in Gruben laufen, wie ihr lustig seid.
Nein, ich bin schon wieder rausgelaufen und hab die spawnen lassen. Weil ich denn einen Gegner umdrehen wollte, ich Idiot. Wird's nicht dieses AFK-Ending geben, was ich mir als letztes holen will, dann wäre easy. So, jetzt sind wir wieder gleich weit. Jetzt kriegt er wieder einen Zeitraffer. Bin gespannt, wie viele hier rein müssen. So, okay, also ohne Test, ohne den Hinweis hätte ich es, glaube ich, nicht gefunden. Ich hätte bei der Menge schon lange gesagt, okay, ja, ist fertig. Mir passiert nichts mehr. Ich bin so gespannt, wie das im Zeitraffer aussieht. Muss ja schon sehr satisfying sein. Guck mal, ich werde langsam in die Decke reingedrückt. Kann mich aber nicht aus der Map schieben. Lol. Guck mal, es sind so viele, dass ich nicht mehr auf den stehen kann. Hui. Muss aufpassen, dass ich nicht in die Stacheln reinfall. Ja, ich kann mich sogar in die Decke reinglitschen. In die Wände. Hier ist es richtig? Ich soll doch nicht in die Decke geschoben werden von denen. Ja, wenn ich mich genug reinschieben kann, ich glaube ich sogar nach rechts laufen. Ja. Ich kann in die Wand einfach rein. Ich bin erstaunt, wie viel das Spiel handelt. Also ich habe schon 20 FPS verloren. Jetzt habe ich mittlerweile 50 FPS verloren. Und lauf hier in meinem Stein drin rum. Wollt ihr, dass die Computer von den Leuten kaputt gehen? Also ich glaube, ich muss gleich mal googeln, was das Ending ist. Oh. Help me, I'm stuck. Oh no, hüpfen war nicht gut. Ah. Ja. Jetzt hüpfen. Komm. Nein, ein bisschen höher. Direkt hier. Nicht sterben. Nicht Damage kriegen. Ah! Okay, ich bin wieder gerettet. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier kommt kein Ending. Okay. Leute, wir haben viel zu viele Leichen. Und ich muss die Beschwert scheinbar töten. Und ich darf die Knöpfe nicht drücken. Wie es aussieht. Ja, keine Ahnung. Der hatte so links und rechts so einen kleinen Haufen und dann hatte der das Ending. Die Person, wo ich geguckt hatte. Also so lustig das hier auch sein mag. Ich habe übrigens nur noch 30 FPS. Ich glaube, wir beenden das jetzt. Ich laufe einfach in Stacheln oder... Keine Ahnung. Hüpfen wir einfach mal durch die Decke raus. Falls wir es können. Wir fallen einfach durch alles durch. Ne? Es sind zu viele Gegner. Okay, das war nicht die Lösung, aber es war lustig anzusehen. Das Ending scheint mit der Schrotflinte einfacher zu sein, aber die haben wir ja nicht mehr. Also kriegen wir es auch so hin. So, keine Knöpfe drücken, einfach gewinnen. Einfach Gamer sein. Einfach die richtig schön in die Ecken auch hauen, dass ich hier Platz zum Kämpfen habe. Komm, stapelt euch ein bisschen mehr. Jetzt habe ich hier zu wenig Platz. Ja, so ist fein. So ist gut. So, weg mit euch. Das erinnert mich an das eine Video von Hand of Blood, wo irgendwie... Oliven? Weil er hat so ein Pizzaspiel gespielt und dann sind Oliven aus dem Glas gefallen und dann ist über Nacht weggegangen. Und dann ist er zurückgekommen und hatte auch nur noch irgendwie ein FPS, wenn überhaupt. Und der ganze Raum war voll mit Oliven. Ja, hallo, Ending? Ich bin der Arena-Meister. Mein Platz zum Kämpfen geht langsam aus. Kann die Gegner langsam nicht mehr hauen. Und mein Leben ist langsam leer. Ja, cool. Spawncamp ich die jetzt. Mein Gott, ich habe nur noch ein HP. Ich habe auch schon wieder 10-mal so viele Leichen wie der andere in dem Video. Was ist falsch? Ich komme gleich nicht mehr runter, ohne Schaden zu kriegen. Ich hab's. Oh mein Gott, war das knapp. Ekelhafte Kreatur hatte so viel Freude daran, hunderte schwache Schergen zu töten, dass er Prinzessin, das Königreich und alles andere vergaß. Jetzt wollte er nur noch dieses matschige Geräusch hören. Und der letzte Mann sein, der steht. Victory Royale. Das war jetzt das schwerste Ending bisher in dem Spiel.
Sondern ich hatte mir neun Leben geholt und hatte am Ende ein Herz. Zwar einfach auch noch knapp. Schließlich dezimierte ekelhafte Kreatur die Schergenbevölkerung, sodass er neue Hobbys finden musste. Wie wäre es ausnahmsweise mal, die Prinzessin zu retten? Das macht ekelhafte Kreatur nicht, das macht Zombie. Hallo Zombie. Was ist deine nächste Aufgabe? Gib zurück, was du genommen hast, ohne zu bezahlen. Das Schwert? Oder was meint er? Bei welcher Person mache ich das? Rechts. Gib zurück, was du gestohlen hast, ohne zu bezahlen. Ja, alles. Nimm mal, geh mal mit dem Schwert. Also, wenn ich es richtig sehe, ist das Ende hier bei der Kanone. Hier. Ja. Auf dem Map eigentlich auch der kleine Pixel-Zombie ist, ne? Die Kanone. So, wen haben wir freigeschaltet? Monkey D. Luffy. One Piece. Hier, hä? Ich weiß, was wir machen müssen. Gerade überlegt, was kann man denn noch mit einer Kanone machen? Oh, was ein fieses Ending. Ach, was den Leuten im letzten Part übrigens noch aufgefallen ist. Ich habe ja ein paar der Entwickler abgestochen. Klingt auch schön. Und die haben mich ja dann immer überfallen. Und es waren jedes Mal weniger, als ich welche erstochen habe. Also vielleicht kann ich alle im Spiel finden und auch beseitigen oder so. Für, keine Ahnung was, dass nur noch einer da ist oder es passiert irgendwas. Wer weiß. Aber ich weiß ganz genau, was ich machen muss. Und ich habe es, glaube ich, schon wieder falsch gemacht und kann mich eigentlich nochmal resetten. Ne? Ich will mit dem Greifhaken hierher. Das ist echt ein aufwendiger Lauf. Ich glaube, es funktioniert noch. Aufwendiger Laufweg. Man könnte sagen, laufwendig. So, guten Tag. Ich möchte bitte eine Atombombe einkaufen. Ihr wisst alle, was ich vorhabe. Ab jetzt zumindest. Ich glaube schon, seit ich versucht habe, da hochzuhüpfen. So, ich hoffe, die ist wasserfest. Ich hoffe, es gibt nicht noch mehr Atombomben-Endings, weil die zu holen ist schon an sich echt ätzend. Die Sprünge auch alle gerade so noch funktionieren. Ich glaube, ich muss das Schwert jetzt mitnehmen. Ich nehme das Schwert jetzt hier mit. Ich glaube, ich komme sonst nirgends mehr weiter hier. Ich muss hier nach da drüben. Jetzt wird uns das Tor geöffnet. Lass mich mal besser nicht mit einer Atombombe stechen. Na, wir hätten vielleicht auch so hüpfen können. Egal, jetzt kann ich den Weg gehen. 1, 2 und 3. Bitteschön. Sorry, dass ich es geklaut habe. Dieser Atomsprengkopf war zu köstlich, um ihn zu verschwenden. Also brachte Zombie ihn zu einer ganz bestimmten Kanone. Boah, Junge. Und freute sich über die Ironie, dem Ladenbesitzer seine Waren auf so besondere Weise zurückzugeben. Erstattungsantrag. Ende 56 von 100. Tss. Ist nicht mal geplatzt, die Bombe. Wurde aber nur von einem Stück Metall getroffen. Hätte ich auch genau in einer Kanonenkugel schießen können. Zombie wachte mit einem sadistischen Lächeln auf und war bereit, mehr Menschen zu helfen. Ja, Leuten helfen. Was ist eigentlich dieser Computer hier? Kann ich irgendwas damit machen? Nö. Ist halt einfach da. Es könnte einen Weg geben, diese riesige Tür zu umgehen. Hühnersprung besucht gemeinsam die Wasserfälle. Oh, besucht gemeinsam die Wasserfälle ist ja richtig easy. Falscher Teleporter. Ach, ich möchte mich übrigens an der Stelle auch noch... Das hätte ich eigentlich am Anfang vom Video schon machen sollen. Entschuldigung, dass so lange gerade jetzt keine Videos kamen. Ich habe noch die ganzen 9 Stunden Dismantle vor mir, die ich aufgenommen habe bisher. Ich weiß gerade nicht, ob ich es fertig spielen will, weil es echt eintönig wird ab einem bestimmten Punkt. Und so, für mich das fertig zu spielen wäre ultra easy, aber für Aufnahmen und das alles dann noch ein zweites Mal durchzugucken zu müssen, klingt schon nervig. Aber ich weiß nicht. Ich habe mein eines Video auf jeden Fall gemacht. Ich habe ja gesagt, in dem Video, ich weiß noch nicht, ob ich alles machen möchte. Warum kann ich umarmen? Habe ich den dummen Teddybär mitgenommen? Egal. Prinzessin, kommen Sie mit. Ja, also auf jeden Fall dismantelt. Kommt wahrscheinlich schon noch ein Video oder 2, 3. Muss ich mal gucken. Ich habe mich noch nicht ans Material rangesetzt tatsächlich, sondern es hat mir eher so ein ich will gerade nichts machen Feeling gegeben. Oh, guck mal, neuer Hinweis. Sehr schön. Aber Reventure macht halt ultra Bock. Und deswegen machen wir das jetzt erstmal fertig. So. Ziemlicher Rutsch, Sturz, was? Oh, Entschuldigung. Prinzessin stürzte gegen mehrere Felsen und starb fast augenblicklich. Zombie hatte Glück,
ihn auszuweichen und benutzte ihren toten Körper als Boot, um zu fliehen. Perfektes Verbrechen. Eine 82 von 100. Perfekt, und daneben ist direkt der nächste Hinweis aufgetaucht. So können wir ja die Endings gut holen, wenn wir immer Hinweise kriegen. Die Leiche zu verstecken war eine gute Idee. 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 Aber wo habe ich sie versteckt? In meinem Schrank? Okay, was ist der neue Hinweis? Festungsartillerie. Komme ich mit der Atombombe bis in die Festung vom Dunklen Lord? Wahrscheinlich. Klingt es nach einer spaßigen Aufgabe? Nee, kein Stück. Aber tun wir es uns an. Dann haben wir es hinter uns. Warte, kann ich mich eigentlich mit der... Muss ich rüberlaufen oder... Ich kann mich ja rüberschießen lassen eigentlich, ne? Bin beim letzten Mal ein bisschen zu viel gelaufen. Sobald ich den Sprengkopf habe, darf ich keine Kanone benutzen. Ja, das darf ich ja machen. Okay, das spart schon mal einiges an Laufweg. Ja, dass ein Dach repariert ist. Und hier so ein Stützbalken drin ist. Keine Sorge, ich leih mir nur was aus. Nein, ich wollte es gar nicht... Oh mein Gott, dann hebt es automatisch auf. Wenn man dagegen läuft. Ich dachte, man muss eine Taste drücken oder so. Jetzt komme ich nicht weiter. Ja, jetzt müsste ich hier hochkommen. Und das geht nur ohne Huhn. Ja, ich glaube, das Huhn hat's verkackt. Ich hoffe, wir hüpfen hoch genug mit zwei Items. Ich weiß es halt nicht. Aber das finden wir jetzt heraus. Auf unserem Weg zur Kanone. So, so und zack. Wir sollten ja genau zwei Blöcke hochhüpfen. Also sollten wir genau die Stufen hier schaffen. Ja, ich glaube, das ist... der richtige Weg zur Kanone. Ich glaube, wir schaffen es, Leute. Ich glaube, wir schaffen es. Ja. Meine Güte, was ein umständlicher Weg. Bitteschön. Feuer. Ich weiß nicht, wen ich gerade spreche. Ich glaube, Schloss jetzt, ne? Harry wurde von allen in der Stadt geliebt. Er hatte 40 Jahre gedient und morgen war endlich sein Ruhestandstag. Es war ein Wunder, dass er so lange mit so vielen blöden Helden im Königreich überlebt hatte. Nicht das, was du... Nicht, was du erwartet hattest. Puh. Harry saved. 2 Tage später. Nur 8% der Helden sind so weit gekommen. Zombie bemerkte an diesem Morgen einen anderen Ausdruck in der Miene der Wache. Ja, und was für ein? Ein Ausdruck der Freude? Welche Wache überhaupt? Auf wen habe ich überhaupt gefeuert? Ah, da drüben liegt die Atombombe. Was sagst du? Diese Stadt ist noch zu jung, um den Königreich zu nähern. Nö, sag immer noch was zum Lebensmittellager. Ach, ich kann... Vielleicht hole ich eine normale Bombe? Guck mal, ich habe eine Bombe. Nö, kann nichts machen. Okay, schade, sorry. Dein Ruhestand kam doch früher als erwartet. Keine Ruhe für die Gottlosen ist da unten. Bring die Scheune zum Wackeln, ist direkt unter mir. Da ist der Typ, der Musik hat. Ich hol mal ein Schwert und eine Schaufel. So, wir graben uns mal bei der zweiten Stelle runter. Sollten eigentlich eh alle zum selben führen. Ja. Ja, hier haben wir einen Soundtrack. Zack. Outline-Palette freigeschaltet. Hier können wir einen Hinweis aufheben auf dem Piano. Nice. Ach, die Scheune. Wie bringt man die denn... Warte, ist der Raum... Ja. Ich muss mit der Prinzessin hier rein, ne? Oh mein Gott. Möglich ist es, denke ich. Ja. Na, gucken wir uns mal kurz die Outline-Palette an. Einfach komplett schwarz-weißes Spiel. Let's go. Ja, dann brauche ich mein Schwert auf jeden Fall. Weil ich muss mich ja durch so Grasblöcke durchschneiden, um dahin zu kommen. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Ich komme nicht an die Prinzessin. Nur mit dem Teleport. Ach, ich muss da zu Fuß rüberlaufen? Okay. Gehe ich also jetzt zu Fuß zur Prinzessin? Tue ich mir das an? Ja.
Warum nicht? Die sind weggeflogen. Hier oben war ich auch noch nie. Ich wüsste doch gar nicht, wie ich hier hochkomme. Wie kommt man da überhaupt hin? Irgendwie so in der Luft? Wow, den Gegner habe ich echt weit gekickt. Okay, ich probiere es nochmal ohne Schwert. Ich wollte auch mal gucken, ob ich die Prinzessin in ihr Schlafzimmer zurückbringen kann einfach. Ich habe sie, glaube ich, nur ins Schloss zurückgebracht. Ich kann die Prinzessin auch mit in diese Terra-Kammer mit reinnehmen. Vielleicht kriege ich ja dann das Tablet der Macht. So als spontane Idee. So, hier kommen wir noch lang. Aber hier ist doch feste, oder? Ja, wir brauchen hier das Schwert. Zwangsweise. Ah, das ist halt schade. Vielleicht kann ich es ja irgendwie holen. Hier der Weg auch zu ist, dass man das Lava-Amulett nicht holen kann. Sobald man die Prinzessin hat, darf man keine Gegenstände mehr holen. Ist mein Schwert noch da? Finden wir es heraus. Das Hühnchen ist auf jeden Fall auch weggeflogen. Ach so, die Entwickler, weil ich einen wieder erstochen habe. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ja, ja, ich will euch helfen. Aber nur, dass ihr mich nicht erschießt. Ich habe gerade zu tun. So, danke. Oh, ich habe sie in mein Haus gebracht. Zombie und Prinzessin sind zu Zombie nach Hause gezogen. Sie verdienten ihren Lebensunterhalt damit, Videos von Schatzkisten-Unboxings, Videospielstreamings und leckeren Rezepten zu veröffentlichen. Influencers. Wie ich da am PC sitze. Richtig am Gamen. Das war nicht das Ende, was ich wollte. Ich wollte mein Schwert noch holen. Okay, ich muss das Schwert vorher mitnehmen. Zombie hat mit all diesen leckeren Rezepten ein paar Kilo zugenommen. Für Prinzessin war nur das Äußere von Bedeutung, sodass sie ihn schließlich fallen ließ. Aber ohne seinen Schutz wurde sie schnell entführt. Oh no. Prinzessin, ich komme doch schon wieder. Bitte nimm mich zurück. Ja, eigentlich wollte ich bis 90% in dem Part machen, aber ich weiß ja jetzt schon, was ich machen will. Also mache ich es deshalb einfach noch schnell. Krieg den Bonusminuten. Ich weiß, wie man da hinkommt. Wenn man die Brücke runterklappt und dann sich mit dem Greifhaken so rüberzieht. Ja, theoretisch darf ich die Brücke runterklappen. Also wir können da immer hingucken. Einfach weil wir da noch nie waren. So, und jetzt, wenn sie unten ist, kann ich halt hier so da lang klettern. Und dann bin ich talentiert genug, hier lang zu springen. Theoretisch. So. Dann befreien wir den hier. Bubble Friends, ja. Und finden einen weiteren Entwickler. Hallo Alberto. Ich bin seit Monaten in diesem Spiel gefangen. Bitte zeig mir den Ausweg. Bitteschön. Spectre-Palette freigeschaltet. Ah ja. Und das war das Einzige, was es hier gab. Ein Entwickler. Jetzt gibt es nur noch einen Entwickler, den ich noch nicht abgestochen habe. Ah, cool, dass wir Baba freigeschaltet haben. Baba is You hieß das Spiel nur einfach, ne? So ein gutes Puzzlespiel. Aber zu schwer für mich teils, also echt. Außer wenn ich so häppchenweise spiele vielleicht, aber nee. Also die Rätsel sind echt richtig hart in Baba is You. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Vor Ewigkeit mal. Irgendwie Zombie ändert die Regeln der Welt oder so. Prinzessin, ich bin gleich wieder bei dir. Was, jetzt mache ich genau mit dem hier das Ending, wo ich sie in die Heuballen entführe. Komm mit. Ich esse dich auch nicht. So. Und jetzt müssen wir eigentlich nur denselben Weg wie beim letzten Mal gehen. Und ich habe ein Schwert dabei diesmal. Ja, soll, denke ich, alles gut funktionieren. Hui. Jo, ein Gegner kommt hier jetzt gleich nach dem Screenwechsel. Oh, was habe ich vergessen? Ich habe, glaube ich, nämlich gerade nur noch ein HP, deswegen bin ich ein bisschen extra vorsichtig. Ja, ja, ja. Okay, wir schaffen die Sprünge, sehr gut. Das war noch meine größte Sorge, dass ich irgendwie ein bisschen zu schwer bin wegen den ganzen Gegenständen. Aber scheinbar nicht. Auch cool, dass man den Piranha hier eigentlich deaktiviert, dadurch, dass man einmal hier gegessen... Ich weiß nicht mal, was da Braunes schwimmt. Ein Boot oder so. Oh, da war ein Hinweis, ne?
Komme ich da ran? Ja, natürlich komme ich an den Hinweis. Das musste ja sein. So, und jetzt können wir uns in die Heuballen begeben. Warte, mein Schloss liegt nicht in der Richtung, aber die Heuballen. Was hast du gesagt? Schild war zu schnell da. Auf geht's. Ja. Tambay und Prinzessin beschlossen, sich nach der langen Reise zu entspannen. Ein Fechtduell. Oh, kleine Babys. Moment, warum ist er jetzt vom dunklen Lord? Die Entspannung würde nicht lange dauern. Volles Haus. Süß. Okay. Aber Zombie hat immer noch nicht abgenommen. Zombie lebte ein langes Leben mit Prinzessin, bis sie schließlich verstarben. Als der Dunkle Lord zurückkehrte, wurde Zombie Junior zum neuen Helden des Königreichs gewählt. Ja, sie haben ein Kind ausgewählt. Das einzige Kind in der Stadt. Ja! Haben wir nicht so einen kleinen Zombie schon mal gehabt? Ja, aber egal. Ja! Okay, Leute, aber dann würde ich sagen, die letzten 9%. Was auch einweichen. Wahrscheinlich einfach im Wasser chillen eine Weile. Die machen wir beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen googeln müssen beim nächsten Mal, weil jetzt die neuen Endings noch finden, die fehlen, wird ein bisschen schwerer. Aber gut. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht finde ich ja das mit dem dummen Orb endlich mal raus und der komischen Tafel. Bis dann. Euer Verlassen. So, Zimbelmann.